Die Helden des Amateurfußballs werden Ihnen präsentiert von Möbel Wanninger und Globus Plattling. Das Duell Rapid Vilsheim in Rot gegen Aufsteiger TSV Tiefenbach war nicht nur der Vergleich Erster gegen Zweiter, sondern dazu auch noch ein Derby. Leider verhinderte aber der Dauerregen eine noch höhere Zuschaueranzahl als die 200, die ohnehin da waren. Die Voraussetzungen für die Rapidler aber denkbar schlecht, denn urlaubs- und verletzungsbedingt fehlten 6 Stammkräfte, darunter Spielertrainer Daniel Treimer. Tiefenbach hatte einer Spielverlegung vor der Saison aber nicht zugestimmt. Und dementsprechend entwickelte sich dann das Spiel. Der Tabellenzweite bestimmte von Anfang an das Geschehen. Das 0:1 war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nach 2-3 guten Chancen zuvor klingelte es dann in der 16. Minute im Tor der Gastgeber. Maximilian Mayer, der zusammen mit Dennis Künast den Aufsteiger betreut, nutzt die Vorlage von Künast plus den Ausrutscher von Corbinian Niedermayer zur Tiefenbacher Führung. Und bereits 5 Minuten später konnten die Gäste nachlegen. Matthias Petrat, einer der zahlreichen Sommerneuzugänge, trifft per indirektem Freistoß. Doch Tabellenführer Vilsheim kämpfte im Rahmen seiner personell eingeschränkten Möglichkeiten tapfer und wurde in der 32. Minute mit dem Anschlusstreffer belohnt. Kapitän Maximilian Oberloher wird gefault von Stefan Eschelberger, klarer Elfer für Vilsheim, den Niedermayer, der Pechvogel vom 0:1, sicher verwandelte. Und wenig später hätte der Niedermayer nach einem Freistoß sogar den Ausgleich machen können, aber der Ball glitschte an ihm vorbei. Doch die Gäste schlugen dann vor der Pause noch einmal zu. Leider nicht eingefangen von unserer Kamera, macht Mayer in der 42. Minute das 1:3. Das war dann auch der Halbzeitstand in einer turbulenten Partie. Und die wurde auch nach dem Seitenwechsel nicht ruhiger. Denn in der 49. Minute deutete Schiri Eray Altuntas erneut auf den Punkt. Eschelberger, der schon den ersten verursacht hatte, war da mit dem Oberarm dran. Doch Christoph Willleitner lässt die Chance zum 2:3 liegen. Und 5 Minuten später stellte Mayer mit seinem 3. Tor des Nachmittags dann die Weichen endgültig auf Sieg für Tiefenbach. Ja, ich bin natürlich schon froh, dass ich 3 Tore immer wieder geschossen habe, aber jetzt länger nicht getroffen und eigentlich auch immer hinten gespielt. Deswegen bin ich froh, dass das funktioniert hat, dass ich von Anfang an mich nach vorne da habe. Aber grundsätzlich halt was eh, nächste Woche ist wieder jemand anders. Also das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Ich stelle mich da jetzt nicht über die Mannschaft. 4 weitere Minuten später war dann endgültig Schicht im Schacht, denn da erhöhte Petrat mit seinem 2. Treffer der Partie auf 5:1 für Tiefenbach. Die Rapidler zwar weiterhin bemüht, doch es fehlt ihnen einfach auch die Kaltschnäuzigkeit. Markus Ratner findet da keinen Weg an Torwart Lukas Fernandes vorbei. Und in der 78. Minute bekommen die Hausern dann sogar den 3. Elfmeter des Spiels zugesprochen. Diesmal Max Anthony gegen den eingewechselten Christian Angstl. Doch auch Oberloher versagen die Nerven. Wir haben 12 Meter verschossen, aber nichtsdestotrotz war das ein verdienter Sieg. Sie waren einfach spielerisch besser wie wir und wir haben eigentlich nur das dagegen gesetzt, was da war. Und das war heute ein bisschen wenig. Lieber kriegen wir mal eine gescheite Klatschen und dann geht es wieder weiter. Und nächste Woche haben auch die Spieler wieder da und dann passt es auch wieder. Das ist ein bisschen schade, weil wir eigentlich versucht haben, dieses Spiel zu verlegen. Und Tiefenbach wollte das Tuschur nicht, weil sie gewusst haben, dass ein paar abgingen. Das ist natürlich schade, aber mit dem muss man leben und es geht auch weiter. Kurz nach dem 2. verschossenen Elfmeter der Vilsheimer machte dann Andreas Stangl für Tiefenbach das halbe Dutzend voll und erzielte den Endstand zum 6:1 für die Gäste. Ja, wir haben uns natürlich schon darauf eingestellt, dass in Vilsheim immer sehr, sehr schwierig ist, vor allem weil die echt Top-Zuschauer haben. Ein bisschen schade, dass halt bei denen 3-4 Stammkräfte einfach nicht da waren. Man hat es natürlich auch gemerkt, aber man muss natürlich hier erstmal 6 Tore machen. Und die erste Halbzeit haben wir einfach wirklich sehr souverän gespielt bis zum 2:0. Dann war ein bisschen ein Wackler drin mit dem Elfmeter, kurz geschwommen. Aber im Grunde genommen war es dann doch ein verdienter Sieg von uns. Ja, Kompliment an Tiefenbach, war die bessere Mannschaft, haben besser gespielt. Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Meiner Mannschaft kann ich eigentlich keinen Vorwurf machen, die haben alles probiert. Uns sind einfach die 5 Stammspiele abgegangen, das haben wir nicht kompensieren können. Allermeisten natürlich der Daniel Treimer abgegangen und so ist das natürlich dann passiert und wie gesagt, es war jeder Schuss ein Treffer. Tiefenbach übernimmt damit die Tabellenführung von Vilsheim, das hinter Vilslern auf Rang 3 zurückrutscht. Adelkofen und Geisenhausen mischen da vorne auch noch mit, dürfte also insgesamt ein spannender Meisterschaftskampf heuer in der Kreisklasse Landshut werden. Die Helden des Amateurfußballs wurden Ihnen präsentiert
von Möbel Wanninger und Globus Plattling.